So als Einleitung zum Thema Performance habe ich einfach drei Beispiele genommen. Eines, was schon ein bisschen älter ist, aber immer noch die Realität widerspiegelt bei manchen Kunden. Eines, was relativ zeitnah ist, da wird dann der Stefan Adbauer mich unterstützen. Und dann eines, was jetzt ungefähr 2 Jahre alt ist, Projekt. Wo wir einfach sehen, was so die Forderungen aus diversen Kundenprojekten rund um Performance sind und waren. Der Grund, warum ich die 3 Projekte da gewählt habe, ist einfach, weil es grundsätzlich verschieden waren. Die Probleme dahinter, die Lösungen, die man machen konnte und das Ergebnis war grundsätzlich verschieden. Daher habe ich die 3 Projekte gewählt. Ich hätte aber auch Dutzende andere nehmen können. Ne? Das ist einfach Zeitmangel, dass wir da mehr machen. Storage Performance trägt nicht immer die Schuld. Was meine ich damit? Ausgangssituation. Ein Storage-Anbieter ist auf uns zugekommen und gemeint, wir haben da ein Projekt bei einem Kunden, da ist ein Storage geliefert worden und der Kunde ist massiv unhappy mit der Performance. Und er eskaliert das jetzt und er möchte da eine Deep-Dive-Analyse haben. Ja, okay, helfen wir gern. Ja, Kundenaussage, die RO-Zeiten, die Latenz sind bei der neuen Storage ungefähr 30% schlechter im Vergleich zur alten Storage. Okay. Ja, lag damals daran, dass in der alten Storage noch Harddisk mit 15.000 RPM drinnen waren, die dann abgekündigt wurden, kein Hersteller kann es mehr liefern, somit haben alle Hersteller nur mehr was gehabt, damals 10.000 RPM Platten, aber die sind halt um ein Drittel langsamer. Ja, kein Hersteller hätte es damals, der Kunde sagt, nein, das ist nicht akzeptabel. Okay. Problem ist nur bei der Batchverhaltung. Im normalen Betrieb kein Thema, aber bei der Batchverhaltung ist indiskutabel. Na gut, ein Eskalationstermin mit dem Storage-Hersteller, mit dem Server-Hersteller, namhafter großer Hersteller, und wir halt dann als quasi dritte Partei, die sich die Datenbank halt ausschauen kann, weil es ja ein Datenbankerproblem ist. Gut, was hat der Storage-Hersteller festgestellt? Ja, die Latenz, wenn ein Batch-Job startet, steigt an. Einfach geschuldet aus Platten. Physik, ja, was sollen sie denn tun? Ja? Grund, einerseits waren es weniger Harddisks als die alte Storage, weil größer, ne? Andererseits waren es langsamer. Gut, hat aber die Storage hat mehr IOPS geliefert, als der Kunde gefordert hat in der Ausschreibung. Also in der Ausschreibung. Ja? Das heißt, die Storage konnte ungefähr die doppelten IOPS machen gegenüber den geforderten. Das hat der Kunde ja auch nicht bekrittelt, ne? Sondern einfach nur, dass man weiß, sie war sicher nicht zu knapp gesetzt. Ne? Ergebnis, das, was der Kunde in der Ausschreibung drinsteckt gehabt hat, wird eingehalten. Ja, selbstverständlich mit mehr Harddisks, wenn gerade der Batchverwalter rennt, kann es ja sein, dass man eine zweite EO auf die gleiche Platten wird. Beziehungsweise mit SSD-Caching, damals war SSD noch nicht State of the Art, da war es eher nur Cache-Layer. Mit SSD-Caching könnte man da sicher was bewerkstelligen. Okay, das sind halt zusätzliche Kosten. Was hat der Serverhersteller beziehungsweise wir haben 4 festgestellt. Ne? Serverhersteller hat festgestellt, naja, der Datenbank-Server hat genau eine LUM provisioniert. Eine. Da drauf ist Betriebssystem, Oracle-Software, 5 Datenbanken und das Backup. Ne? Man sieht, da waren Experten am Werk. Haben sie es einfach gemacht. Ja? Was hat der Serverhersteller gesagt? Das entspricht bitte nicht dem, was wir empfehlen. Wir empfehlen zumindest, ja, einen LUM fürs OS, einen LUM für die Oracle-Software und einen LUM pro Datenbank. Der hat von Oracle nicht viel gewusst. Der hat nur gewusst, Datenbanken separieren wegen I.O. Ja, weil es gibt I.O.-Queues, bla bla bla. Gut, wir haben uns das angeschaut. Was haben wir gesagt? Ja, eine LUM pro Datenbank sowie eine für Betriebssystem und Oracle, weil sobald die Oracle-Software rennt, hast du kaum I.O., kannst du mit dem Betriebssystem zusammenschmeißen, ist kein Thema. Aber bitte eine zusätzliche LUM fürs Backup. Ne? Also, wir sind auf ähnlich viele LUMs gekommen. Gut, was haben wir noch gemacht? Wir haben uns den Batch-Job angeschaut, und zwar nicht nur Start und Zeit gemessen, ne? Das haben alle anderen gemacht. Wir haben geschaut, was tut denn der eigentlich? Ne? Und dann folgendes festgestellt. Ne?
Der Server für 5 Datenbanken, die in Summe rund 1 Terabyte groß waren, hatte 8 Cores und sage und schreibe 16 Gig Memory. AE. Das Swap war 64 GB definiert und immer mindestens halb voll. Joi. Okay. Ja, also nachdem viele lachen, ja, erzählen wir es den anderen, die nicht gelacht haben. Was ist das Problem? Der hat massiv zu wenig Memory. Ja, der hat, weil er keine Memory hat, Memory auf die Disk ausgelagert und zurückgeholt. Das kann nicht funktionieren. Da kann keine Performance sein. Ja, so. Also. Es waren alles Oracle-Datenbanken, wie gesagt, Projekt schon länger her, ist nicht ganz aktuell. Damals hätte es zwar auch schon 12 gegeben, aber Kunde hätte noch 11 gehabt, war ja voll okay. Alle gleich konfiguriert, das heißt Init Oras waren kopiert. Sie haben nur ein DB-Name und Instance-Name was geändert, mehr nicht. Ja, also somit ist klar, 2 GB mal 5 Datenbanken ist 10 GB. DB-Cache-Size war, je nachdem wie viel der Shared-Pool groß war, kleinsten Datenbank 384 MB, größte 46 MB, wem erinnert das, an welche Zeiten? Da sehen wir von Oracle 7 noch. Ja? Also Oracle 7 hat man solche Größenordnungen gehabt. Das ist aber jetzt schon bitte fast 30 Jahre. Ja? Ich mache Oracle seit 30 Jahren und ich habe mit 6 angefangen, 7 ist bald gekommen. Also schon Zeit her. Ne? Die Datenbankgrößen, die kleinste war ungefähr 100 GB, die größte halb Terabyte. Ja, naja, okay, passt. Also nicht einmal angepasst an große Datenbank, kleine Datenbank, mehr oder weniger Memory, nein, alle gleich. Ja, den Batch-Job konnte man Gott sei Dank beliebig oft starten, hatte keinen negativen Effekt, weil er hat nur Dateien generiert. Das heißt, er hat aus den vorhandenen Daten Dateien rausgeneriert. Auf der alten Storage, je nachdem, haben es zwischen 10 und 20 Minuten gebraucht, auf der neuen Storage zwischen 15 und 45 Minuten. Also ja, länger. Ja? Und wir haben das an einem Wochenende gemacht, wo die Datenbank nicht benötigt wurde, damit man auch testen kann. Ne? Und dann sind wir hergegangen und gesagt, okay, pass auf, Batchjob-Server, die Statements sind eigentlich nicht so schlimm, die schauen alle gut aus. Ne? Da kann man es jetzt nicht beklagen, aber jedes Statement hat halt viel Disk-Weight, User-IO-Weight. Ne? Hit-Ratio liegt im Schnitt bei 60%. Ja, auch nicht so ganz berauschend. Der Cache-Advisor, ja, hat gemeint, naja, wenn du das Cache verdoppelst, dann wird es dramatisch besser werden. Dann no, nein, das hätte man ohne Cache nicht gewusst, aber er bestätigt diese Aussage. Ja, wir haben einen Test gemacht, alle Datenbanken runter, eine DSGA auf 12 GB gesetzt, ja, Buffer-Cache auf 10 GB gesetzt und das war die Datenbank, wo der Batch-Job vorher 45 Minuten gebraucht hat, der hat dann weniger wie 3 gebraucht. Quod era demonstrandum, ne? Gib ihm Memory, macht er weniger IO. No, na, war überraschend. Ne? Ja, der Cache-Advice hat dann gesagt, passt, wenn du statt 10 GB Cache 16 gehabt hast, das hätte dann was gebracht, dann waren wir vielleicht bei 1-2 Minuten gewesen. Oder vielleicht sogar unter einer Minute. Ne? So, also, großes Meeting mit dem Kunden, Storage-Hersteller präsentiert, Findings, Server-Hersteller präsentiert die Findings, wir haben es präsentiert. Und dann haben wir von dem Projekt einfach nichts mehr gehört. Hm? So. Passt. Und irgendwann treffe ich mich dann mit den Kollegen vom Storage-Hersteller bei einem anderen Kunden. Da habe ich gedacht, was ist denn bei dem rausgekommen jetzt? Haben sie endlich Memory gekauft und umpartitioniert? Naja. Storage-Hersteller hat natürlich gemeint, wir haben geliefert, was bestellt worden ist. Ne? Server-Hersteller hat gesagt, setzt mehr Lohn ein. Wir haben gesagt, setzt mehr Lohn ein. Auch der Storage-Hersteller hat aufgrund von Swapping gesagt, du brauchst mehr Memory. Ne? Wir haben das gesagt und das ist rausgekommen. Die Server-Konfiguration wird nicht geändert. Warum? Was glaubt ihr? Was ist der Grund? Der Server ist für 5 Jahre gekauft, der ist 3 Jahre alt. Den haben wir jetzt noch 2 Jahre. Okay, passt. Wir ändern noch nichts an irgendwelchen Loon-Layouts oder so. Ja? Der Storage-Hersteller muss nachbessern. Es muss die gleiche Performance rauskommen wie beim Alten. Das muss so sein. Waren aber keine Schweizer. Waren Österreicher. Ergebnis, der Storage-Hersteller hat sich mit Kunden geeinigt. Sie haben in die Storage einen 6-stelligen Betrag investiert. Beide haben quasi die Hälfte gezahlt. Und haben nachgerüstet mit SSD-Cache und ein paar zusätzlichen Harddisks.
Danach wurden die erwarteten Performance-Werte wieder erreicht und der Kunde war zufrieden. Sechsstelliger Betrag, bitte, das war schon ein paar Jahre her. Ja? Also auch heute wäre es ein netter Betrag gewesen. Ja? Kostenschätzung damals fürs Memory Upgrade auf 96 GB wäre das gewesen. Ja? So 15, 20, 30.000 Euro. Listenpreis, nichts rabattiert. Okay. Auch das Ändern von Loon und so weiter, das wäre vielleicht ein, zwei Tage Arbeit gewesen. Nein, wollen wir nicht. Ja. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo man dann als Consultant irgendwann hoffentlich nicht verzweifelt. Ja. Passt. Und jetzt, Stefan, bitte ich dich auf die Bühne dazu. Jetzt wird der Stefan ein bisschen was erzählen. Ich bin von der AGG, Austrian Gas Grid Management. Wir sind zuständig, kannst du auf die nächste Folie gehen, zuständig für den Gasfluss im österreichischen Gasnetz, machen auch die Kapazitätsplanung und jetzt, nachdem das Wort Gas ja in den letzten eineinhalb Jahren relativ in Verruch gekommen ist, sehr viel Planungen für Wasserstoffnetzausbau und sind eine relativ kleine Firma mit eigentlich nur 30 Mann. Die primäre Tätigkeit vom Dispatching, wo tatsächlich der Gasfluss gesteuert wird, macht unser Mutterkonzern, die GCA. Die halten 51% unserer Anteile. Das war ein Synergieprojekt vor einigen Jahren, wo das ausgelagert worden ist. Und in dem Zuge ist auch unser großer Systemumbau gemacht worden, wo wir die Datenbank in die Private Cloud quasi vom OMV-Konzern damals zur DJ Magical mit in Kooperation mit der DB Masters geführt haben. Unsere Anforderungen waren halt, muss man dazu sagen, dadurch, dass wir in einem relativ großen Konzern waren, aber eigentlich ein kleines Unternehmen waren, waren die Anforderungen doch relativ hoch. Das heißt, wir haben gesagt, es muss hochverfügbar sein, null Ausfallszeiten eigentlich und im Falle eines Ausfalls auf jeden Fall kein Datenverlust. Und der bestehende, also die neue Datenbank soll dieselbe Performance haben wie die bestehende Datenbank. Was im Nachhinein betrachtet eigentlich eher unrealistisch war, weil die Datenbank bei der OMV war für ein Unternehmen von, was weiß ich, wie viele tausend Mann die mittlerweile haben. Und vor allem auch wesentlich mehr Systeme. Wir haben eigentlich nur ein kleines System. Klein unter Anführungszeichen, das System ist halt die Hauptdatendrehscheibe für alle Daten im Gasnetz in Österreich. Also alles, was an Daten zumindest auf Fernleitungs- und Mittelleitungs-, also quasi, da gibt es drei Netzebenen, auf den höheren Ebenen produziert wird, alles davon geht im Prinzip bei uns rein oder durch. Ursprüngliche Size unserer Datenbank war um die 200 GB, wie wir es damals migriert haben, ist in den letzten Jahren aber durch einige Änderungen in den Gasmarktmodellverordnungen signifikant gestiegen. Also wir haben teilweise Datenwachstum gehabt über ein Jahr von 30-40%. Und ja, die Datenbank damals, es war auch die Anforderung, dass wir gesagt haben, es muss lokal im Rechenzentrum sein, weil wir kritische Infrastrukturbetreiber sind und damit Cloud undenkbar ist, weil Cloud ist so gefährlich und Cloud ist so böse. Das war damals ein bisschen auch von unseren Vorständen die Ansicht. Dementsprechend ist die Entscheidung so getroffen worden. Wir haben es dann eigentlich ausgeschrieben mit den Anforderungen, die DJ Magical und DB Masters haben sich dann gemeinsam dem Projekt angenommen und haben halt die Umsetzung gemacht. Im Nachhinein betrachtet muss man sagen, auch wenn wir eigentlich gedacht haben, dass die Datenbank von der OMV super performant war und wir es super hoch ausgeschrieben haben und eigentlich eh quasi Overkill, war dann der Endeffekt der, dass die Dienstleister, die die Software im Rechenzentrum betreiben, eigentlich alle durch die Bank gesagt haben, überraschenderweise, es rennt besser als vorher. Wo dann auch alle gesagt haben, okay, damit haben wir nicht gerechnet, aber hat eigentlich soweit gepasst. Ja, nächste Folie. Der weitere Ablauf war dann im Prinzip, Datenbank ist immer brav gelaufen, bis dann 2019 war das, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. 19 oder 20? 22 war das schon? Ja. Noch nicht so lange her. Ja, stimmt, ja. Ja, ja. 2020 wir das Thema gehabt haben, dass einige Zugriffe, vor allem große Abfragen im UI, überall wo man auf so Log-Tabellen zugreift,
die Abfragen extrem langsam waren und man wirklich mehrere Sekunden, ist auch immer relativ, circa 10 bis 15 Sekunden haben die Abfragen gedauert. Was dann doch in der Usability, wenn du durch mehrere Menüs durchgehst, relativ schnell zahlen wird, wenn immer, wenn du irgendwo drauf drückst, wartest 10 Sekunden. Da haben wir dann damals nach einiger Diskussion hin und her, wo alle Dienstleister sich gegenseitig die Schuld zugeschoben haben, die Software-Dienstleister, dann irgendwann gesagt, okay, es reicht, wir gehen zu unseren DBAs, weil die werden schon was finden. Haben das Ganze dann eigentlich zu euch geworfen und innerhalb von weniger als einem Tag, es waren, glaube ich, irgendwie so 5 oder 10 Mails hin und her, sind dann eigentlich von euch die Ergebnisse präsentiert worden, dass ihr ein paar Optimierungen gefunden habt. Muss ich jetzt von meiner Seite sagen, ich weiß nicht genau, was ihr gefunden habt. Ich weiß, ein paar Indizes habt ihr gesetzt, aber ich nehme mal an, es war nicht das Einzige. Und am Ende des Tages ist es auf einmal besser gerendert als die Applikation. Also wenn du die Applikation aufgemacht hast, das UI hat länger gebraucht als die Abfrage an die Datenbank. Somit aus unserer Sicht alles absolut optimal gelaufen. Zweites Performance-Thema, was man da gibt es jetzt keine Folie dafür, das, weil mir das irgendwie erst gestern am Abend da eingefallen ist, haben wir noch Anfang dieses Jahres, müsste das gewesen sein, irgendwann Februar herum, gehabt, da hat die Applikation versucht, Files in die Datenbank zu schreiben, also Zeilen in die Datenbank zu schreiben mit Binary Blobs drin. Und die sind über die Jahre immer langsamer geworden, was aber nie ein Problem war, weil es eigentlich keinem auffällt, das ist ein Background-Job, es ist eigentlich wurscht, wie lange das dauert, bis den Punkt erreicht hat, wo die Abfragen dann länger als 15 Sekunden dauert haben, was in diesem Applikations-Framework das Timeout beim Datenbankzugriff ist. Und dann ist natürlich alles im Berg untergegangen, weil dann hat die erste Abfrage zu lang gedauert. Dadurch, dass die in der Timeout gelaufen ist, hat eine zweite Abfrage gestartet, die dann dadurch, dass die erste noch gerannt ist, noch länger dauert hat und so weiter. Und das ist dann, hat dann relativ schnell dazu geführt, dass das System einfach gestanden ist. Das war aber dann eigentlich mehr so ein, hey DB Masters, wir haben ein Problem, irgendwas passt nicht, die eine Datenbank reagiert nicht und ich glaube 2 Stunden, 1,5 Stunden später. Sehr kurz, also es war irgend sowas. Stunde oder zwei. Es war irgend sowas zwischen 1 und 2 Stunden, ist alles wieder gerannt. Ja, im Prinzip kann man sagen, alles zusammengefasst, unsere gesamten Projekte mit DB Masters waren die ursprüngliche Migration, trotz eigentlich sehr wenig Vorbereitungsmöglichkeit in eure Richtung, wenn ich mich richtig erinnere, war das eher so eine Sache, aller, wir schreiben es aus und sagen euch, hey, wir brauchen eine Datenbank ungefähr in der Größe. Was genau kommt, wissen wir noch nicht, weil die OMV sagt uns nichts. Ihr kriegt irgendwann eine SQL-Dump, den müsst ihr reinspielen und ja, so schnell wie möglich. Das war dann eh auch irgendwie, am Freitag haben wir es gekriegt und ihr habt das eingespielt, am Montag war es in der Datenbank. Am Montag war es schon live. Ja, am Montag waren wir dann schon live, weil am Montag um 8 Uhr war Go live. Also für das, wie es bei uns eigentlich organisiert war, muss ich sagen, ist super gerannt und die Performance ist auch quer durch die Bank. Die Datenbank läuft besser als der große Oracle Storage Cluster bei der OMV gelaufen ist. Zumindest für uns. Wie viel davon irgendwelche Datenverbindungen dann zwischen Datenbank und uns, unserem Rechenzentrum noch waren, weiß keiner so recht. Aber ja, wie es da eh auch schon steht, im Endeffekt kann ich sagen, ihr seid der Dienstleister, genauso wie die Digimagical, über euch zwei brauche ich nicht nachdenken. Alle anderen Dienstleister weiß ich, wenn ich es nicht 3 Monate vorher anmelde und alles gescheit durchplan, wird es nie was. Bei euch ist es eher das Gegenteil. Danke für's. Ja, letztes Ding, ich überziehe schon ein bisschen. Wir müssen es gleich. Dritte Projekt, das ich gleich vorstellen möchte, ist Exadata versus Standard-Server. Und das Thema beim Kunden war, Exadata ist End of Life. Ja, also was machen wir? Und da waren mehrere Punkte, die da mitgespielt haben. Das eine ist, die Datenbanken sind in dem Zeitraum deutlich gewachsen, hätten viel mehr Speicher gebraucht als aktuell. Und damals zu dem Zeitpunkt haben wir so viel Speicher gebraucht, dass wir das in die Exadata, in normale Daten, die nicht reingebracht hätten, das hätten wir mehr Server gebraucht. Der Kunde hat schlechte Erfahrungen mit Batching gehabt, das hat eine Zeit lang überhaupt nicht funktioniert. Und die Lizenzsituation ist
wie wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben, mit großen Herstellern nicht immer ganz so einfach. Ja, das heißt, da haben wir das Thema gehabt, dass verschiedene Applikationsteile verschiedene Optionen genutzt haben und dann muss man halt aufpassen, wie man das dann richtig lizenziert, um hier nicht unnötig viele Lizenzen zu benötigen, sagen wir mal so. Eines hat der Kunde auch festgestellt, die ganzen Applikationen, oder fast die ganzen Applikationen, ungefähr 80, die waren alle nicht HR-tauglich. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, eine Instanz gestoppt, umschalten ins andere Datacenter, was auch immer, war es Applikation selber runterfahren, umschalten, Applikation selber starten. Das heißt, es gab immer Downtimes und zwar beim Patching dann mindestens einmal 2, wenn nicht sogar mehr. So, und dann haben wir geschaut, gut, wie werden eigentlich die Exadata-Features genutzt? Ja? Und das Feature, mit dem halt alle gerechnet haben, wo auch Oracle offensiv damit argumentiert hat, bei der Erstanschaffung war das SQL-Offloading. Ja? SQL-Offloading bedeutet, das SQL-Statement wird nicht an Datenbank-Server ausgeführt, sondern es wird teilweise geändert auf die Storage-Cells geschickt, damit die dort arbeiten, wo die Daten sind und nur das Ergebnis zurückbekommen. Und das funktioniert, ehrlich gesagt, wirklich wunderbar, wenn man sich ein paar Regeln hält. Ja? Wir haben das bei den Datenbanken analysiert, über alle Datenbanken drüber und haben Folgendes festgestellt. Ja? SQL Offloading wird im Verhältnis kaum benutzt. Ja? Wenn man es da schaut, ja? So viele distinkte SQL-Statements gibt es, bei 620 ist SQL Offloading. Wie oft werden sie ausgeführt? Praktisch nicht. Ja, CPU-Zeit, okay, ist Verhältnis, sind halt eher Langläufer. Ja. Und schaut jetzt nicht so überzeugend aus. Und wir haben viele Datenbanken gehabt, da war kein einziges SQL-Offloading-Statement zu finden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es alles Standard-Applikationen sind. Und was sagt der Softwarehersteller von Standard-Applikationen? Du darfst das Schema nicht ändern. Was brauchst du, damit SQL-Offloading funktioniert? Schmeiß die unnötigen Indizes für Select weg, damit die Storage Engine arbeiten kann. Das durften wir nicht tun. Wir haben alle Softwarehersteller mit ihnen geredet, ihnen versucht zu erklären. Das Argument war immer das gleiche. Ja, aber unsere Skripts gehen davon aus, dass die da sind. Jo. Also, lediglich 0,11% aller Statements hatten wir SQL Offloading gehabt. Auf die Laufzeit gesehen waren das 0,003% aller Verarbeitungen. Über alle Datenbanken. Ja, das heißt, das Feature von der Exadata haben wir nicht genutzt. Ne? Und ne, praktisch alle Statements waren Single-Thread. Parallelverarbeitung gab es genau in einer Datenbank im Data Warehouse. Das heißt, die CPU-Performance war relevant. Ja? Je schneller die CPU ist, umso schneller wird die Single-Thread-Verarbeitung fertig sein. Ja, dann haben wir geschaut, naja, die Datenbank-Auslastung ist hoch, die CPU-Auslastung ist hoch, nichts wird parallelisiert, Single-Thread-Performance, ja, Exadata-Takten haben viele Cores, ne, Takten mit 2, bisschen was Gigahertz. Damals gab es CPUs mit fast 4 Gigahertz. Ne? Das heißt, da kann man viel rausholen. CPU-Auslastung lag immer über 90%. Das heißt, man hätte auf der Exadata auf der neuen auch noch mehr CPU-Cores lizenzieren müssen. Hätte die Kosten auch noch mehr hochgetrieben. Ja? Das heißt, machen wir was anderes, ne? Überlegen wir uns was anderes. Und das ist dann rausgekommen. Ja? Rausgekommen ist, wir machen quasi H-Pärchen. Ja? Das heißt, wir haben immer 2 Rechner mit einer ausreichend CPU-Core vorhanden, aber so schnell wie möglich in Taktrate. Ja? Mit so viel Memory, wie wir brauchen. Wirklich jedes dieser Pärchen ist, für die Datenbanken, die drauf laufen werden, gesized. Ja? Mit Luft natürlich, aber gesized. Und wir machen Single Instance Failover, weil die Applikationen sowieso alle nicht tragtauglich sind. Ja? Das heißt aber, was wir Single Instance Failover machen? Ich kann da eine Instanz erinnern lassen, ich kann da eine Instanz erinnern lassen und die dann sie genau gar nicht beeinflussen, können auch die Ressourcen aber nutzen. Also haben wir was gemacht? Eine Seite ist Production, andere Seite ist Test, Dev, Q, was auch immer. Ja? Sollte wieder erwarten, die Production ausfallen. 2 Varianten. Die Entwicklung ist meistens weitergelaufen, aber Test und Q ist einfach adrat worden. Ja?
Ja, und da haben wir eben diese Bärchen gebaut und man soll es nicht glauben. Ja. Kein Glas da Overhead, mehr nichts. Also sprich, es läuft schon Kreditinfrastruktur, ich habe keinen Rack-Overhead. Ja. Das heißt, auch der ist weg. Ja. Aufgebaut dann in zwei Rechenzentren ja, mit einer clusterfähigen Storage, mit entsprechender Anbindung. Ja. Redundant, nona. Ja. Was ist der Outcome? Wir haben keine Lizenzen nachkaufen müssen. Weil bei einer Exadata hast du was? Du hast immer einen Rack auf einer Seite und du hast einen Tethergard mit zwei Nodes auf der anderen Seite. Das heißt, du hast in Wirklichkeit für eine Instanz, also für eine Datenbank brauchst du die CPUs x-mal. Wenn man aber nur eine Instanz fährt, dann kann ich diese vielen CPUs locker zusammenschirmen. Ja, das heißt, Lizenznachkauf war nicht nötig. Ja, wir hatten in Summe dreimal mehr Hauptspeicher. Ja, weil es ja viel selber verteilt war, sind wir auch in keine Limits gelaufen, die die Exadata gehabt hätte. Ja, Single-Thread-Leistung hat sich mehr wie verdoppelt. Die neue Exadata wären so ungefähr 25% schneller gewesen. Ja, die Storage war schon grundsätzlich vorhanden, der Kunde hatte sie schon. Das Einzige, was er tun musste, er musste Shelves mit SSDs kaufen. Das heißt, die Datenbanken haben eigene Shelves bekommen mit SSDs, sind somit auch von anderen Noisy-Neighbors, auch über das Thema reden wir noch, getrennt, somit zumindest IO-mäßig separiert. Ja, Kosten für das Projekt, ca. 200.000. Ja. Wie der Vorstand gesehen hat, Angebot von Oracle versus 200.000. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange der Vorstand es gebraucht hat für die Entscheidung. Die Kollegen, die das präsentiert haben, also sprich der Kunde, waren nach 5 Minuten raus mit der Unterschrift. Ja. Dazu gekommen ist natürlich noch ein bisschen Dienstleistung, die war auch im Projekt drinnen, aber es wurde in der Hardware-Vergleich, Dienstleistung habe ich auf beiden Seiten gebraucht. Ja. Das heißt, Kosten für die Infrastruktur ein Bruchteil. Ja. Wie lange haben wir für die Migration gebraucht? Circa 3 Mannwochen. Ja. Was war das Ergebnis? Projekte umgesetzt. Ja. Je nach Applikation sind wir im Bereich von 2 bis 5 Mal schneller gewesen. Ja. Also das Ziel war, zumindest 50%, Faktor 2 war super. Ja. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir glauben mit dem Sizing schlagen wir Faktor 2 garantiert. Wir glauben sogar mehr, weil wir mehr Cache haben, ne? Weniger IO. Und wir haben recht gehabt, also Outping von der Datenbank. Ne? Ein anderes Problem, was der Kunde gehabt hat, waren die Backup-Zeiten. Ja? Sein Backup-Window, die Datenbanken waren doch nicht so klar. Und seine Backup-Anbindung war halt nicht so berauschend. Die Backups sind fast 24 Stunden gerannt auf der Exadata. Ja? Das hätten sie mit einer anderen Exadata dann geändert, aber zu dem Zeitpunkt war es noch so. Ja, wir machen jetzt Storage-based Backups. Die Backups brauchen für alle Daten dann zusammen keine Minute. Ja. Aufwände vom DBA beim Kunden hat sich massiv reduziert. Warum? Es rennt einfach, er hat keine Performance-Issues, er muss nicht dauernd irgendwas nachwassern, er muss nicht dauernd irgendwelche Backup-Logs checken, es geht einem der Platz nicht aus irgendwo, weil ausreichend in jede Richtung ausreichend Platz war. Vorher haben wir schon Disks. Wo legen wir das jetzt wieder hin? Wo gehen wir das Data-File-Inventar? Das Data-File ist in der Frage gehabt, weil auf Data aber kein Platz mehr. Durch Datenbank klonen, ja, wir klonen die Datenbanken einfach vorher, wenn überhaupt ein Platz gefunden worden ist, wo man sie klonen hätte können, ne, dann ist das je nach Datenbank zumindest längere Minuten, eher Stunden gerannt, trotz Storage-Unterstützung. Ne. Jetzt dauert der Klon 2 Minuten, 3 Minuten. Ja, das waren 3 Beispiele aus den letzten Jahren. Ja. Zugegeben, eins schon ein bisschen älter, die anderen, eins relativ aktuell, das andere so dazwischen. Aber es zeigt verschiedene Herangehensweise, verschiedene Herausforderungen und nicht immer kann man mit guten Argumenten jeden überzeugen, dass er was machen soll. Ja. Manches Mal muss man auch damit leben, dass der Kunde sich anders entscheidet. Ja, was versuchen wir? Wenn wir Projekte machen, auch wo der Kunde an meinem ersten Ding gar nicht von Performance redet, versuchen wir schon die Performance im Projekt mit zu berücksichtigen. Auch wenn es nur um ein Migrationsprojekt geht.
Ja? Und das macht sich letztendlich bezahlt, weil man oft mit gar keinen oder minimalen Mehrkosten im Zuge des Migrationsprojekts oft deutliche Performance-Steigerungen herausholen kann. Das haben wir bei der AGM gehabt, das haben wir bei dem Projekt gehabt, bei vielen anderen Projekten auch. Das heißt, es gehört einfach aus unserer Sicht zu einem guten Projektmanagement auch zu, nicht nur auf das zu konzentrieren, was der Kunde sagt, dass er will eine Migration, sondern auch gleichzeitig zu schauen, nach rechts, links, was kann man da noch alles sinnvoll mitnehmen, ohne jetzt deutlich mehr Kosten und Aufwand zu generieren für alle.